herrlich, das ist so schön hier. Land, Land, Land. Soweit das Auge reicht und man weiß sofort, wo man ist. Man riecht es nämlich. Die Luft, das ist so eine Mischung aus frischer Luft und Gülle. Genau, halt mal hier vorne an. Das ist der wichtigste Ort der ganzen Welt. Also in Norddeutschland. Für mich. Das ist Falkenburg. Und hier bin ich zur Schule gegangen. Als kleiner Junge damals. Und ich habe sogar noch meine alte Schulmütze gefunden. Die Schule ist da runter. Und dann nehme ich euch mit hin. Moin! Moin! Mann, Mann, Mann. Ihr habt euch ja alle gar nicht verändert, du. Wir kennen uns doch von früher, ne? Ja. Ist das jetzt hier die Grundschule Habrügge von Falkenburg? Ja! Da bin ich hier richtig? Ja! Komm, dann gehen wir rein. Und diese kleine Familie ist schuld daran, dass ich heute hier in Falkenburg bin. Die haben nämlich dem NDR geschrieben und diese Aktion wünscht dir dein NDR nach Hause angeleiert. Und das sind Nele, Malte, Inga und Vater Andreas. Den kenne ich noch von früher, von der Schule. Frau Schauer, hallo. Meine Plattdeutschlehrerin. Hallo. Hallo, moin. Jared, na? Moin. Aber eigentlich. Eigentlich was? Christian Eintracht. Du hast 34 Jahre, hast du unentschuldigt gefehlt. Was ja, mache ich jetzt? Ja. Also deine Eltern kriegen erstmal einen Brief. Ach komm, nicht noch einen. Auweia. Plattdeutsch war doch immer mein Lieblingsfach. Und darum spielen mir die Schüler jetzt ein paar plattdeutsche Sketche vor. Palim Palim, das ist natürlich der Klassiker aller Witze von Didi Haller. Die beiden Knastbrüder und der eine will sich eine Flasche Pommes frites kaufen. Geht natürlich nicht. Das ist aber eine Weltpremiere. Es gab es noch nie auf Plattdeutsch im deutschen Fernsehen. Ich bin immer noch im selben Laden. Gibt's nur in Falkenburg. Palim Palim, da hältst du einen Buddel mit. Riesenapplaus. Na klar, aber eigentlich bin ich ja hier, um selbst zu unterrichten. Welches Fach? Keine Frage. So, das ist eine klassische Plattdeutschstunde. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Jeder spielt hier eine bestimmte Rolle in dieser Geschichte. Besök auf dem Bauernhof. Besuch auf dem Bauernhof. Und jetzt gucken wir mal, ob die Kinder das auch verstanden haben. Und wie gut sie hier Plattdeutsch lagen. In Falkenburg in der Grundschule Habrügge. Seid ihr soweit? Ja! Sind sie soweit? Ja! Gut, nun geht das los. Besök auf dem Bauernhof. Von da ist ein moin Sommerdag. Heute ist ein schöner Sommertag. Und Familie Bohmann? Moin, hier sind die. Mogt ein Besuch auf dem Bauernhof. Machen einen Besuch auf dem Bauernhof. In der warmen Sonne liegt die Kat. In der warmen Sonne liegt die Katze. Miau. Machen ein bisschen mit mehr Schauspielkraft, ja? Also ich sag, in der warmen Sonne liegt die Kat. Dann sagst du, miau. Okay? Miau! Ja, vielen Dank, das war gut. Aber längst nicht alles. Jetzt gibt's eine riesen Überraschung für mich. Auftritt meine alten Mitschülerinnen. Manuela! Ah! Katrin! Sonja! Traute! Man könnte denken, das war ein Mädcheninternat hier, wo ich geschrieben habe. Hast du das aber gut gehabt? Das ist die Tochter von unserem Dorffriseur. Ja. Der hat alles versaut bei mir. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Das ist meine vierte Klasse von früher, vom letzten Jahrtausend. Ganz lange her. Aber wir sehen alle noch total jung aus. Und jetzt machen wir alle zusammen ein Foto, ja? Okay. Gut. Tja, so ist das. Früher war ich der Letzte in der Klasse, heute der Primus. Und eins bloß wegen der Flimmerkiste. Und darüber freue ich mich am allermeisten. Also da haben alle Kinder hier von der Grundschule unterschrieben. Das ist eine schöne Überraschung. Vielen Dank. Guck mal hier. Grundschule Habrügge. Die Kinder. Was steht da? Die Kinder. Und die Plattgatter sagt danke. Ja, ich sag auch danke. Ja, wie sag vielen Dank. Ja. Und kick mal wollen rein, ne? Ja, dann muss ich gehen. Und Old Falkenburg. Wenn das jemals eine Überraschung ist. Klar komm ich wieder. Versprochen. Kann ja nicht schon wieder unentschuldigt fehlen.